Herzlich willkommen. Wir sind zurück im 2021. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Rotronic in die Werkstatt. Nächste Woche ist unser erster GT Masters Test und ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich bin, dass das dieses Jahr alles geklappt hat, weil es ist echt mega, mega geil. Es ist eine geile Truppe von Rotronic und ja, kommt dieses Jahr echt, echt viel zusammen. Einer meiner besten Kumpels, der Konstantin und ich, sind früher immer als Fans zum Nordesring gegangen. Da waren wir 8, 9, 10. Und der Konstantin war riesen Manuel Reuter-Fan und ich war riesen Pia Kaffer-Fan. Konstantin, letztes Jahr Dateningenieur bei uns und unterstützt uns. Ja, und wer ist sportlicher Direktor bei Rotronic Racing? Manuel Reuter, gigantisch. Wer ist mein Teamkollege? Pia Kaffer, mega geil. Und wer ist die Mannschaft von Rotronic Racing? Die haben vor 2 Jahren einen sensationellen Start in die GT Masters gebracht. Sind gekommen, im ersten Jahr Meister gewonnen, letztes Jahr Vierter in der Meisterschaft, haben bis zum letzten Rennen um die Meisterschaft gekämpft. Also wirklich sehr, sehr beeindruckende Truppe. Und dann gibt es noch ein zweites Auto bei Rotronic Racing. Da drauf fährt der Kim Lewis Schramm und der Dennis Marshall. Und dazu muss man jetzt wissen, dass 2011 ich im Seat Leon Supercopper gefahren bin. Bin dagegen einen Mr. Markenpokal gefahren. Das war der Thomas Marshall, der Papa vom Dennis Marshall. Sein Papa ist Zweiter geworden in der Meisterschaft, ich damals Meister. Sein Papa ist daraufhin in Motorsportrente gegangen. Und 2012 haben wir dann in den Porsche Carrera Cup gewechselt. Und dort bin ich für das Team Marshall Göbel Racing gefahren. Und der Teamhauptsponsor war damals schon Rotronic Racing. Also wer sich an den Porsche von mir erinnern kann, da war schon dick und fett Rotronic drauf gestanden. Ja. Und 9 Jahre später sind wir hier und ich stelle euch jetzt mal die ganze Truppe dann vor. Theo, wir sind gleich da, ich bin aufgeregt. Ich sehe als erstes Mal jetzt meine beklebte Kiste. Ich glaube, das wird geil. So, Theo. Auf geht's, auf geht's. Was wird uns diese 60 Minuten plus eine Runde bringen? Was für einen Verlauf schreibt die Geschichte des ADAC GT Masters? 30 Fahrzeuge werden die Reise aufnehmen. Ein Finale, das diesen Namen, Finale Furioso, mehr als verdient hat. Saisonfinale 2020 in der Motorsportarena Oschersleben und damit geht's ins Finale. Van der Linde geht schon ganz quer und da gibt's einen Riesenabflug. Der fährt rechts, der fährt links und dreht sich und es gibt schon gleich mal einen Riesen-Startcrash. Das ist halt eben der Motorsport, so wie er leibt und lebt. Jetzt endlich mal da bei Rotronic Racing. Wie ich schon erzählt habe, hier mit der Motorsportlegende Manuel Reuter, lieber mein Pierre, ja. Und dem Fabian Plenz als Teamchef. Ja. Fabian, man sieht ihn zwar vielleicht nicht an, aber er ist genauso alt wie ich. Ja. Also wir haben gleiches Geburtsjahr. Wir kennen uns ein bisschen aus dem VW Polo Cup schon. War das jetzt ein Kompliment, man sieht es mir nicht so an, oder war das jetzt... Ich schaue ja schon viel auf, verbrauchter aus wie du. Freut mich auf jeden Fall, servus. Schön, dass ihr zuschaut und eingeschaltet habt. Und schön, den Elia und den Pierre jetzt hier mal begrüßen zu können in unseren heiligen Hallen bei uns bei Rotronic Racing. Sind wir natürlich alle gespannt auf die neue Saison. Kommende Woche geht's los in Zandvoort mit dem ersten Rollout von dem neu aufgebauten Fahrzeug. Ich habe letzte Woche schon gesagt Bumblebee, weil er so schön gelb ist, aber ich glaube, euer Chefmechaniker hat dem Auto schon einen Namen gegeben. Hast du schon mitbekommen, wie es heißt? Wie heißt das? Ist auf jeden Fall ein weiblicher Name. Anastasia. Anastasia ist es. Müsst ihr euch merken. Sind wir jetzt gespannt drauf. Und genau, Manuel Reuter ist dieses Jahr auch wieder mit dabei als Sporting Director. Ich denke mal, der Manuel kann sich am besten selber vorstellen. Ich muss auch ein bisschen ausholen. Also wir haben uns ursprünglich mal im Scirocco Cup kennengelernt, weil wir da zusammen die Junioren nach vorne gebracht haben. Und das Lustige ist, ich bin ja schon selbst noch gegen den Pierre in der DTM gefahren. Also so lange kenne ich den Pierre schon. Und da sieht man auch, so klein ist die Motorsportwelt. Ist eine coole Aufgabe, ist eine coole Kombination.
Und ich bin jetzt auch mal gespannt auf den Test nächste Woche in Sandford. Wir haben mal wieder im Moment Vorhersage Riesenwetterglück, nämlich 3 Grad und Schneetreiben. Das ist oben an der Nordsee, aber trotzdem glaube ich, wird es gut werden. Also die Chemie stimmt schon mal bei uns im Team und wir sind positiv. Dann meine Aufgabe ist im Grunde das, wie das Wort schon sagt, Sporting Director. Der Fabian ist ein bisschen mehr das Thema Finanzen, Verträge, Marketing, Gelder zusammenbringen, Gelder auszugeben. Ich habe so ein bisschen mehr den sportlichen Teil, der umfasst, wie gesagt, einmal mit den Fahrern ein gesundes Verständnis zu bringen, was brauchen wir, auch die Interpretation ihrer Aussagen gegenüber unseren Technikern, dass wir da eine Sprache sprechen. Deswegen spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass das dieses Jahr ein geiles Jahr wendet. Rotronic ist das Maß der Dinge momentan auf dem Audi. Ja, Mugello war schon sehr interessant, dass wir fahren jetzt zeitgleich in 2 Serien, in der Creventic-Serie auch mit Rotronic. Und dann noch 2 so alte Hasen wie Manu und Pierre dabei zu haben, von der Erfahrung zu profitieren. Also ich bin gespannt, was da dieses Jahr geht, stolz drauf. Und ja, ich glaube, vielleicht dürfen wir uns hier ein bisschen umschauen und den Zuschauern mal eure Werkstatt zeigen, was ihr alles so macht, oder Fabian? Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Das im Winter so gemacht? Theo, ich war im Winterschlaf, habe mich faul hingelegt und bin gestern erst wieder aufgestanden. Ein bisschen was hat er schon gearbeitet. Er hat bei sich zu Hause gesaugt, er hat einmal die Betten gemacht. Wir haben 3-mal telefoniert. Das ist halt so das normal life of so einem professional driver, ja. Nicht so wie bei mir, der 2-mal die Betten machen muss, 3-mal saugen. Nein. Aber jetzt sind wir froh hier zu sein und wir sehen ja unser neues Schätzchen. Nee, wir freuen uns wirklich mit der Truppe dieses Jahr in die Saison zu starten. Sind gut drauf und sind gute Dinge, oder? Kaffee hier. Würde ich auch sagen. Hallo liebe Leute, ich bin Dennis Marschall, 24 Jahre alt. Und ja, bin seit diesem Jahr Audi-Sportfahrer und darf sogar Teamkollege von Elia sein. Im Hintergrund seht ihr unser Auto für dieses Jahr. Wie bereits gesagt, wir sind Teamkollegen und ich freue mich mega auf die Saison. Und jetzt teilen wir uns zwar nicht das Auto, allerdings das Team sozusagen, ja? Korrekt. Du bist ja hier alt eingesessen. Wie lange bist du hier schon? Seit 2019, genau, fahre ich bei Rotronic Racing. Hat letztes Jahr 2 Pole Positions geholt? Ja, lief ganz gut, ja. Ich glaube, da hast du einen guten Partner an deiner Seite. Ich glaube, das ist die Benchmark momentan bei Audi Rotronic. Und ja, also ich freue mich mega auf die Saison. Ja. Ist auch echt ein geiles Team. Und ich würde sagen, jetzt tun wir euch mal den Teamkollegen Kim-Louis Schramm dann noch vorstellen. Hallo, mein Name ist Kim-Louis Schramm. Ich bin 23 Jahre alt und gehe insgesamt in meine 3. GT Masters Saison. Ja, ihr habt ihr gerade Kimi gehört, mein neuer Teamkollege für dieses Jahr. Ich meine, Kimi, du bist auch neu im Team, ne? Ja. Freut mich, dass du dabei bist. Ich meine, du hast Carrie ersetzt sozusagen, ne? Also erstmal danke an Carrie natürlich, meine Teamkollegin aus den letzten 2 Jahren. Aber ich denke, mit Kimi habe ich auch einen echt starken Partner an meiner Seite. Wir haben jetzt nächste Woche am Dienstag unseren ersten Test, erstes Rollout. Ja, denkst du, das wird schon, oder? Ja, ich denke mal schon. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange, schon über 10 Jahre. Ja. Ja, jetzt, dass wir uns mal so ein Auto teilen, hätten wir wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet. Das ist auch eine ganz witzige Story. Ich meine, mit Kimi verbindet mich schon eine ziemlich lange Vergangenheit. Ich glaube, mein 3. Kart-Test 2007 oder so, 2008, habe ich Kimi auf der Kartstrecke kennengelernt in Kerpen, das weiß ich noch. Wie wir da als Kinder irgendwie auf der Strecke rumgespielt haben und dann ja teilweise eben auch natürlich auf der Strecke gefahren sind. Ja, jetzt teilen wir uns ein Auto. Mal gucken, wie das wird. Ne? Ja. Design ist leider noch nicht ganz fertig, wie ihr sehen könnt. Ne? Ich glaube, so soll es werden, wenn ich das mal abhängen darf. Genau, ein bisschen Silber mit Chromblau. Hebt sich auf jeden Fall auch gut von Elias Auto ab. Nee, ich denke auf jeden Fall, die Designs sind echt gut gelungen. Ansonsten, wenn die Autos so schnell sind, wie sie auch aussehen, dann kann es auf jeden Fall nur gut werden. Na, Herr Kaffer, jetzt stehen Sie da. Jetzt stehen wir hier, jetzt warten wir noch ein bisschen. Die Mechaniker haben gerade noch Mittagspause, die wohlverdiente.
Aber ich finde, ihr habt einen Granatenjob gemacht in der Überholung von unserem Audi R8. Hi, my name is Mee. I'm 21 years old and I'm the car chief of this season in GT Masters. Hi, my name is Lassi. I'm 24 years old and I'm from Finland. I'm the second mechanic of this car and I've been working with Electronic for 3 years now. Satter Türklang, kann nur von einem Audi R8 sein. Stimmt. Strategie-Meeting von den zwei für nächste Woche. Test hier. Wird alles schon eingebaut. Sehr schön. Fehlen hier nur noch die 4 Ringe. Kommen die noch? Kommen auch noch, ja. Oh, schön. Oh, ja, Lassi ist hier zum Bremsscheiben manipulieren. Hört mal an. Mit der Zahnbürste. Er checkt hier die Cracks hier. Ist ja auch immer ganz wichtig zu wissen, wie lange können wir die Bremsscheiben noch fahren. Müssen wir die wechseln oder haben wir da noch ein bisschen Laufleistung drauf? Ist ja auch immer ganz interessant. Und unser Fernando Speedy Gonzales, unser Ingenieur für Zandvoort nächste Woche. Over the winter, what have we done? We have made a complete new car. We took it completely apart. Apart and then you look through every single screw. Yeah. And of course you didn't find any screw. No. So. No, but it's completely renovated. Yeah. That's good. So you think we have a used car, but it looks like new. Yeah, and hopefully feels like new. I'm pretty sure. Yeah. So then we can do maximum attack. Yeah, it's up to you guys now. Okay, also ihr habt es gehört. Er hat hier ein neues Steering Wheel. Kleiner Spaß am Rande. So, ich hoffe, ihr habt jetzt erste Eindrücke hier von Rotronic Racing bekommen. Von unserem neuen Auto. Das Design ist noch nicht ganz fertig, aber bis zum Test hier in Zandvoort soll es fertig sein. Und ja, nächste Woche geht es für uns auf die Strecke das erste Mal. Dann gibt es das erste Mal Actionbilder, Kaffer. Lassen wir den Koffer fliegen, ne? Da lassen wir in der Tat fliegen und dann gibt es auch das erste neue Video. Ja, geht hoffentlich. Tick, Tricks und Tracks. Ja, super. Spaß. Also, einschalten, abonniert uns. Wir ballern euch das Jahr über wieder voll mit Videos. Hoffentlich folgt ihr uns und abonniert den Kanal. Was sollte ich da jetzt sagen? Wir suchen alles.